Drei Tipps für Verkäuferakquise und du wirst nie wieder Probleme haben mit neuen Objekten. Vor allen Dingen, was du zuerst wissen musst, ist, dass das eigentliche Kernproblem wieder der Einkauf ist. Nämlich die Wunschvorstellungen der Verkäufer führen dazu, dass die Makler darauf hereinfallen, aus dem einfachen Grund heraus, weil sie nicht genug Pipeline aufgebaut haben, also Verkäuferakquise, also genug Menschen, wo sie darauf zurückgreifen können und dann immer auf das einzelne Objekt angewiesen sind. Und das ist einer der größten Fehler, die du machen kannst. Deine Verkäuferakquise muss wie eine Ölquelle sprudeln. Und die drei einfachen Tipps, die jeder Immobilienmakler in der Basis beherrschen muss, um aus dieser Falle rauszukommen, sind folgende. Als allererstes, was du tun musst, ist, du musst dir eine Armee aus Tippgebern aufbauen. Tippgeber sind Privatpersonen, die eigentlich die Augen und die Ohren für dich offen halten, weil sie von dir überzeugt sind, von deinen Leistungen, wie du als Makler bist, wie du als Mensch bist, sympathisch, seriös, vor allen Dingen zuverlässig. Und sie wissen einfach, dass du der beste Tipp bist, den sie irgendjemandem geben können. Das ist eine wichtige Grundvoraussetzung. Und hierbei ist eine Sache sehr wichtig, dass es nämlich aktive Tippgeber sind. Und hier trennt sich auch schon wieder die Spreu vom Weizen. Weil in der Vergangenheit hat es Geld auf Deppen geregnet. Und deshalb auf Deppen geregnet, weil es so leicht war, diese Dinge zu tun. Also man brauchte vielleicht nur ein, zwei Objektchen und man konnte sie irgendwie verkaufen. Heute sieht aber die Welt ganz anders aus. Wir schreiben nämlich das Jahr 2023. Das heißt, jetzt ist es sehr, sehr wichtig, viele Verkäufer zu akquirieren, also übersetzt gesagt viele Leads, damit man immer genug Auswahl hat und diese auch qualifizieren kann, nämlich wieder die Spreu vom Weizen zu trennen. Ist es ein Verkäufer, der vernünftige Absichten hat, der einen klaren Verkaufswunsch hat und der auch vernünftige Vorstellungen hat, die du ihm im Rahmen einer Expertenbewertung auch beibringen kannst. Also Tippgeber sind ein wesentlicher Schlüssel, um dein Business nach vorne zu treiben, denn du investierst nur dann, also du zahlst die Tippgeber dann, wenn das Objekt erfolgreich abgewickelt wurde. Was kann denn besser sein, als auf so eine Art und Weise Menschen, also viele, viele Verkäufer zu akquirieren? Und die Menschen sind auch noch von dir überzeugt. Es ist reine Fleißarbeit. Fleißarbeit, du musst einfach fleißig sein. Weil wenn du fleißig bist und nicht darauf hoffst, jetzt habe ich aber mal 5 Leute angesprochen, die gesagt haben, ja, ich gebe dir den Tipp, wenn es denn soweit ist. Hey, das wird dir überhaupt nichts bringen. Du musst die Leute aktivieren, also wirklich, dass sie dafür sorgen, dir aktiv Tipps zu geben. Das ist die eine Seite, also Tippgeber. Zum Tippgeber gehört auch der Multiplikator, denn der Multiplikator ist ein sogenannter Vervielfältiger. Ein Mensch, also eine Geschäftsperson, die bereits über die Zielgruppe verfügt, die du gerne hättest. Zum Beispiel ein Steuerberater. Jetzt musst du natürlich die Frage stellen, was ist denn so der Multiplikator, also die Menschen, mit denen du gut kannst. Das muss nicht der Steuerberater sein, auch nicht der Wirtschaftsprüfer oder der Erbrechter. Das kann vielleicht auch der Schornsteinfeger sein oder der Energieberater oder sonst wer. Es kann auch die Friseurin sein. Man nennt das auch das sogenannte Huckepack-Marketing. Also auf Huckepack zum Kunden zu kommen. Ganz, ganz cooles Thema. Vor allen Dingen dann, wenn du es richtig gut machst. Und wenn du das aufbaust, auch hier ist der Fokus darauf, aktive Multiplikatoren, sprich und aktive Tippgeber zu haben. Und aktiv sind nur die Menschen auf der Tippgeberseite und auf der Multiplikatorenseite, die kommunikativ sind, also Menschen, die gerne reden. Und die mit anderen, also vielen Menschen in Kontakt sind. Das kann also zum Beispiel die Mama sein, die im Kindergarten was zu sagen hat oder in der Schulpflegschaft ist und wo andere Menschen diese Person nach ihrer Meinung fragen.
sowie natürlich auch wieder der Steuerberater, der Scheidungsanwalt, der Nachlassverwalter, um dir nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Und hier kann ich dir direkt eine kleine Story erzählen von meinem Kunden Burak aus Bremen, der alleine im letzten Jahr, ich glaube so 12 oder 13 Immobilien von einer einzigen Multiplikatorperson bekommen hat. Ja? Und das heißt am Ende, wenn du eine Person begeistern kannst, mit dir zusammenzuarbeiten, was spricht denn dagegen, eine zweite, dritte und vierte Person, fünfte, sechste, siebte zu gewinnen? Weil diese Menschen, die haben ein ganz anderes Standing bei ihren Kunden, wie du es haben wirst. Weil du musst viel Marketingbudget investieren, um überhaupt erstmal die Brand bzw. das Standing bei diesen Personen zu bekommen. Deshalb sind das schon mal zwei ganz, ganz wichtige Positionen, die aber hier nur mal als eine genannt werden. Das zweite ist das Thema Empfehlungen. Empfehlungen, ja, da gebe ich dir recht, wenn du jetzt denkst, ja, die kriege ich aber ja nur sporadisch und die kann ich vielleicht gar nicht so aktiv verfolgen. Hast du nicht ganz unrecht. Der wichtige Punkt ist aber, Empfehlungen kann man erstens nachfragen, zweitens, und das ist aber das Entscheidende, Empfehlungen kommen immer dann automatisch, wenn du besonders gut bist. Besonders gut heißt, dass deine Leistung über das Maß des Normalen hinausgeht und du den Leuten mehr lieferst, als sie glauben, dass sie bekommen. Also einfach deine Leistung deutlich die Erwartungen deiner Kunden übertrifft. Dann kommen Empfehlungen im Übrigen von ganz alleine. Wer kennt es denn nicht? Das super coole Hotel, in dem du deinen letzten Urlaub verbracht hast, wo du deinen Freunden automatisch von erzählst, weil du sagst, boah, das war so cool, da musst du auf jeden Fall mal hin. Oder der Zahnarzt, der ohne Schmerzen die Zähne macht. Oder, keine Ahnung was, der Rechtsanwalt, der dir bei deinem letzten Verkehrsdelikt, bei einer letzten Verkehrsüberschreitung so toll helfen konnte, den wirst du auch deinem Kumpel sehr gerne empfehlen. Und genauso musst du dir das auch in deinem Zusammenhang als Immobilienmakler vorstellen. Je besser du bist und je unangreifbarer du bist, also keine zufälligen Erfolge hast, sondern wirklich reproduzierbare Erfolge, das erzählen die Leute gerne weiter und reichen dich dann auch gerne weiter. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt und der ist auch sehr, sehr entscheidend. Deshalb darfst du auch niemals Käufer zu früh in deinem Prozess qualifizieren, nämlich Käufer. Stell dir mal die Frage, wie viele potenzielle Verkäufer sind unter den Anfragen für eine einzige Immobilie dabei. Beispiel, du hast eine Immobilie, die du verkaufst, die du natürlich hervorragend eingewertet hast. Du hast vielleicht 20, 30, 40 Anfragen. Was schätzt du, wie viel Prozent potenzieller Verkäufer darunter sind? Und ich habe sogar die Erfahrung gemacht, dass wenn du gute Werbung machst, gutes Marketing für einen Immobilienverkauf und das in einer Region machst, dann werden sogar Verkäufer einfach nur einmal kommen, um zu sehen, wie gut du arbeitest, wie gut du das machst. Habe ich alles schon erlebt, wo Leute nachher gekommen sind und sagen, ey, wir wollten eigentlich nur mal gucken, wie sie arbeiten. Richtig cool und das funktioniert. Zweite Sache in diesem Thema ist, wenn du nämlich jetzt nachher alle Kaufinteressenten mal nacharbeitest, wie zum Beispiel du hingehst und sagst, schönen guten Tag, Sie waren ja bei meiner Besichtigung und Sie haben ja nichts weiter gemacht, also kein Angebot oder es ist nicht zu weiteren Gesprächen gekommen, Sie wollten die Immobilie also auch nicht kaufen. Ich möchte gerne Ihnen dabei helfen, Ihre Wunschimmobilie zu finden. Sagen Sie mal, haben Sie den schon gefunden? Ja, nee, habe ich noch nicht und so weiter. Ah ja, ist ja interessant. Hätten Sie da Interesse daran, dass ich Ihnen dabei helfe, Ihre Wunschimmobilie zu finden? Ja, klar, warum nicht? Na so, gar kein Problem. Und dann, wohnen Sie denn aktuell zur Miete oder im Eigentum? Ja, ich wohne im Eigentum. Wollen Sie denn diese Immobilie verkaufen, wenn Sie eine neue Immobilie gefunden haben? Ja, natürlich will ich die verkaufen und so weiter. Ja, manche wollen nicht, manche wohnen zur Miete, andere wohnen im Eigentum. Das ist nur mal ganz einfach erklärt. Der Punkt ist, dass eigentlich bei jedem Objekt, nicht eigentlich, sondern bei jedem Objekt, 1 bis 2 potenzielle Verkäufer darunter sind. Jetzt stell dir mal vor, du würdest schon vorne im Prozess
die Leute aussortieren, du wirst niemals es erfahren und du wirst auch niemals rankommen an die Leute. Also sei bitte immer auf der Hut, denn der nächste Verkäufer klopft schon an der Tür. Und es wäre wirklich dumm von dir, wenn du diesen ganz einfachen Tipps nicht beherzigst. Und ich kann dir eine Sache sagen, und dafür setze ich mich jetzt mal ein bisschen entspannter hin. Ich kann dir eine Sache sagen, am Ende ist es nämlich so, dass die meisten Immobilienmakler Online-Marketing oder andere Marketing-Varianten nutzen, weil sie immer auf der Suche sind, wie es am einfachsten, am leichtesten geht. Und hiermit sind wir wieder bei dem Thema Extrameile. Wenn du nicht bereit bist, die Extrameile zu gehen und wenn du vor allen Dingen auch nicht bereit bist, die Dinge zu tun, die notwendig sind, um an Kunden heranzukommen, dann hast du es auch nicht wirklich verdient. Und in den meisten Fällen ist es nämlich genau dieses Thema. Es hat vielleicht mal was am Anfang mit Überwindung zu tun. Aber jetzt stell dir mal vor, du hättest einen coolen Gesprächsleitfaden. Du wüsstest genau, wie du das machen musst. Du wüsstest genau, wie du die Menschen handhaben musst. Du wüsstest genau, wie du an die Tippgeber rangehst. Du wüsstest genau, wie du an die Multiplikatoren rangehst und wie du mit diesen Personen sprechen musst. Und du hättest die Gewissheit, dass du jeden einzelnen Schritt für Schritt bekommen wirst, indem du einfach ein sehr saucooles System verfolgst. Was für einen Grund hättest du, es nicht zu tun? Und hier ist nämlich der wichtige Punkt. Du musst es am Ende wissen, wie es geht. Nicht was man macht, sondern wie man es macht, ist entscheidend. Du musst es verstehen, du musst es verstanden haben. Ah ja, genau so geht das. Und dann musst du es umsetzen. Dann musst du es üben, trainieren, bis du es zu einer persönlichen Meisterschaft gebracht hast. Und wenn du es auf einer persönlichen Meisterschaftsebene geschafft hast, dann wird es für dich in Fleisch und Blut übergehen und überhaupt gar kein Problem mehr sein. Also lass dir nichts erzählen da draußen, weil viele, viele Dinge sind umständlicher, viel umständlicher, als du denkst. Du musst unheimlich viel Geld investieren, aber das Erste, was du verfolgen musst, ist, auf dem einfachsten Weg zum Erfolg zu kommen. Und das ist, indem du dir eine Tippgeberarmee aufbaust, Multiplikatoren aufbaust, Empfehlungen ziehst, indem du maximal gute Leistungen bringst und am Ende des Tages jeden Kaufinteressenten so behandelst, wie du gerne auch behandelt werden würdest und dadurch ein Objekt nach dem nächsten bekommst. Und ich kann dir eins versprechen, dass wenn du maximale Leistungen da draußen lieferst, nämlich Immobilien auf dem höchsten Level verkaufst, dann wirst du bei jedem Verkauf automatisch den nächsten Verkauf schon wieder eintüten. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg. Und wenn du wissen willst, wie das geht und die Gesprächsleitfäden, die Systeme und all das bekommen möchtest, um das genau umzusetzen, dann buch dir einfach ein kostenfreies Erstgespräch. Wir sprechen darüber, wie wir dir helfen können, dich aufs nächste Level zu bringen. Und manchmal sind die Dinge einfacher, als man glaubt. Und Training hilft auf jeden Fall dabei, sie umzusetzen. In diesem Sinne, alles Gute.